Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Wir beginnen mit meinem Frühstück slash Mittagessen slash Brunch, je nachdem. Ich habe mir richtig saftig gegönnt. Ochsenfetzen mit Pommes. Das sind diese belgischen Pommes. Wir haben mal alle Pommes getestet und das war der Gewinner. Pommes Boutique hier in München, hier Uni-Gegend. Das gönne ich mir jetzt und dann, wie immer, schauen wir mal. Kann man essen. Saftige Pommes. Fleisch ist okay. Ihr könnt es niemals im Leben sehen. Aber das Restaurant da vorne, also gegenüber von uns, das einzige, was ich auf der Tafel erkennen kann, ist Instagram. Ist so wichtig geworden für die ganzen Food-Sachen. Auch für Tati hoffentlich, wenn er das hinbekommt, für seinen Foodtruck und auch für Hongs Tour. Instagram, Social Media, extrem wichtig. Auf jeden Fall, das war okay. Also Pommes waren geil, das Fleisch war relativ unnötig. Ich muss jetzt, oder muss nicht, aber ich will jetzt ein bisschen mehr für die Touren machen. Wir haben da echt zu viel schleifen lassen. Ich muss das wieder ein bisschen priorisieren. Weil da geht momentan echt zu wenig und das Wetter wird immer besser. Da muss echt mal was gemacht werden. Jetzt, deswegen checke ich jetzt mal Tour 3 ab. Und ja, arbeite an der. Tour 2 ist immer noch seit einem Monat, über einem Monat auf 95%. Da fehlt echt nicht mehr viel, aber wir machen nichts. Da kommt nichts. Echt traurig. Propylen, Königsplatz, beliebte X-Ray Arena. Irgendwas davon muss ich in ein Rätsel verwandeln. Ich habe hier schon ein paar Mal versucht, was zu machen, aber war nicht so erfolgreich. Vielleicht fällt meinem Kollegen was ein, meinem Businesspartner. Aber was ich entdeckt habe, schaut's mal. Geheime Message, Alter. Geheime Message. Wäre auch geil für Hongs-Touren und so, aber wenn das verloren geht, dann kann man die Tour nicht machen. Aber was ich mir überlegt habe, was halt Next Level wäre, du mietest dir so Plakate. Also irgendwo, ihr kennt ja diese Blöcke, wo dann so Werbung ist oder so. Das wäre Next Level. Take Bus 100, der ist gleich hier, für 11 Stops und Feind Wagner. Sollen wir das machen? Und eigentlich hatte ich was anderes vor für heute, für dieses Video. Ich wollte so einen TikTok-Trend nachmachen. So ein gehyptes Getränk, ihr wisst, Bubble Tea, ich liebe Getränke. Aber, Digga, komm, YOLO, oder? Schauen wir mal. Ja, das ist schon Hinweis Nummer 3, das heißt, ich habe 2 Hinweise verpasst. Aber egal, auf geht's. So, zurückgebracht, falls jemand anderes das zocken will. Mir ist nur gerade eingefallen, in welche Richtung. Also in die Richtung. Also 11 Stationen, es gibt gar nicht mehr 11 Stationen. Also der fährt gar nicht auf Station, weil dann der fährt bis Hauptbahnhof. Das heißt, das kann ja nur der sein. Nee, andersrum. Es kann nicht der sein, sondern es kann nur der sein. Ja, ich bin gespannt. F Station bis Wagner. So, ich bin 11 Stationen gefahren, beziehungsweise 10. Und eine Station bin ich gegangen, weil die Station verlegt wurde wegen Baustelle. Und wie gesagt, es kann nur in diese Richtung sein, weil in die andere Richtung wäre nach 2-3 Stationen schon Endstation gewesen. Waage 11 Station, Prinzregentenplatz sind wir hier und ja, irgendwas mit Wagner. Wagner, Musik, hier ist eine Oper oder so. Vielleicht sollte ich mal in die Richtung gehen, aber ansonsten muss ich mal schauen. Also sehr, sehr, sehr vage und wenig Information. Da kann man sich jetzt hier eine lange Zeit umschauen, ob ich hier irgendwas finde. Wagner, schaut mal, das könnte echt alles sein. Hier ist zum Beispiel ein Schild, gewidmet an, bla bla bla. Und hier könnte zum Beispiel Wagner sein. Ich habe eine Spur, Leute. Also ich habe einfach gegoogelt, Prinzregentenplatz und Wagner. Und dann kam Richard Wagner Statue, 300 Meter von hier entfernt. Und da begeben wir uns jetzt hin.
Big Brain. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der Zettel noch da ist und wo der Zettel ist. Oder vielleicht war es auch. Hier, finde Richard Wagner. Das wäre schade, wenn es das wäre. Stimmt doch hier irgendwo. Komm, gib noch einen Zettel, Leute. Gib noch einen Zettel. Sieht das aus wie ein Zettel? Oh mein Gott, yes! Tatsächlich, da ist noch ein Zettel. Digga, was bedeutet das? Ich habe keinen Plan, nicht den Hauch einer Idee. Ich habe das halt umgewandelt. Das ergibt dann 48, 13, Schrägstrich, 11, 60. Was heißt Schrägstrich? Normalerweise heißt es ja irgendwie so geteilt oder sowas. Aber wenn ich das, die obere, also die erste Zahl mit der unteren teile, da kommt 4, irgendwas raus. Das hilft mir ja nicht weiter. Ich habe irgendwie Koordinaten versucht einzugeben in Google Maps und so. Nicht wirklich. Ich habe keinen Plan, Mann. Ich weiß nicht, was ich mit den Zahlen machen soll, wohin die mich führen sollen. Sehr, sehr mysteriös. Vielleicht muss ich eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht habt ihr Ideen. Schreibt gerne eure Ideen unten in den Kommentaren. Was ich damit machen soll, Mann. 48, neues Wort 13, Schrägstrich 11, neues Wort 60. Das alles in Römisch. So, am Ostbahnhof angekommen. Ich gehe jetzt zum Bordeauxplatz, weil... Also ich war gerade einkaufen für dieses komische TikTok. Werde ich aber morgen erst testen. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, das sind Koordinaten für München. Weil ich hatte das ja auch eingegeben in Google Maps, hatte aber den Punkt vergessen und bin irgendwo in Slowenien gelandet. Man muss zwischen den Zahlen einen Punkt eingeben und dann kriegst du diese Koordinaten hier. Also weiter geht's. Schauen wir mal. Also ich bin genau hier. Also ich hoffe, niemand denkt, dass ich irgendwie ein Fahrrad klauen will. Schauen wir uns mal um. Also ich habe da drin nichts gefunden. Es ist auch komisch, dass es nicht hier irgendwo ist, weil hier ist ja viel. Und die Hauptstraße, sondern ein Ticken versetzt. Also echt kein Plan. Das einzige Auffällige wäre das hier. Also sowas würde ich für Hongstor verwenden. Ich gehe mal einmal so von außen und dann hier hinter. Falls da irgendwas ist, aber sonst keine Ahnung. Schau. Sowas wäre geil. Für Hongs Tour, aber no Zettel. Ah, der steht genau drauf. Hier irgendwo muss er sein. Außer der Zettel wurde halt mitgenommen. Kann ja sein, dass die Leute den einfach mitnehmen. Und das dann beendet ist, weil ich habe es einfach so gefunden. Und dann mache einfach so die Tour mit. Mein Gott. Stellt euch vor, ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Ich glaube, ich komme hier auch nicht mehr raus. Oh mein Gott. Nee, ich komme hier echt nicht mehr raus. Hilfe! Ich hab die Klingel gefunden. Keine Panik. Aber wenn immer normalerweise das Tor zu ist, es war halt offen, weil da so ein Arbeiter war und mit dem Auto durchgefahren ist, dann kann es das ja gar nicht sein. Es fehlt noch Hibiskus-Tee bzw. Saft. Ich dachte, ich brühe mir den frisch auf, aber anscheinend ist Wolvik auch okay, weil Hibiskus-Tee irgendwie seltener ist. Also da, wo ich das Zeug gekauft hatte, gab es das nicht. Und es ist noch ein Paket angekommen. Post für Hongs Tour. Bisschen Content. Das ist Tour Nummer 2, Sendlinger Tortour, die bald fertig ist. Bald. Schatzkarte nicht entdeckt. Also Schatzkarte entdeckt, aber den Schatz nicht. Mach ich mal so. Abschließende Worte. Also ich muss noch Geschirr spülen. Ich habe noch ein paar Sachen erledigt. Abschließende Worte. Ja, schade. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. Oh, jetzt seht ihr mich gar nicht. Was mache ich? Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet für morgen. Da will ich einen TikTok-Food-Trend nachmachen. Ich habe eine Kollegin, die schaut sehr, sehr, sehr gerne TikTok. Sagt immer, hey, mach doch dies, mach doch das. Aber mit den Jungs unmöglich. Vorbereitung, dies, das, zu viel. Da muss man das Schritt für Schritt nachmachen, was halt Jungs und Anleitung passt halt gar nicht zusammen. Also unsere Jungs und Anleitung, die sind einfach Freestyle. Deswegen mache ich das einfach selber und ich habe Bock.
Mal schauen, ob das schmeckt oder ob die TikTok-Leute das nur labern. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Am Wochenende wird wieder gestreamt. Ansonsten informiert euch über Bitcoin. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Das war's von mir.